Hey, willkommen zurück. Pokémon Smaragd Randomizer Nuzzle Challenge. Hey du da, komm bloß in die Nähe der Höhle in der Bucht. Warum nicht? Das geht dir nichts an. Ich bin ein Erwachsener, also gehorche. Okay. Haus des Attackenverlerners. Hier werden Pokémon-Attacken verlernt. Sehr hilfreich, wenn wir den Pokémon eine VM verlernen lassen wollen, aber ansonsten nicht allzu sehr. Pokémon sind die Partner der Menschen, sie sind nicht unser Spielzeug. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. In jeder Region aufs Neue. Huroro. Also im Grunde ist es so, ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer, perfekt. Aber bei dir, eine Beere passt zu Tee. Warum ist das so? Brunusbeere. Also im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Hermann ist verwirrt. Heute haben wir noch mehr Beute in unser Versteck gebracht. Wer bist du eigentlich? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Ich bin nur ein Rüpel, ich weiß nicht, was unser Boss sofort hat, aber als Mitglied von Team Aqua habe ich die Möglichkeit, große Dinge zu tun. Wer bist du denn? Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ach so. Ganz besondere Höhle in der Bucht. Sieht eine, das ist eine natürliche Formation an. Team Aqua kam und hat das Aussehen verändert. Sie nennen sich selber naturliebendes Team Aqua. Aber was sie sagen und was sie tun, passt überhaupt nicht zusammen. Schämend. Ich mochte auch immer dieses flache Wasser, über das man drüber laufen kann. Es war, weiß nicht, für mich war das interessante Wikibeere. Hey, Wikibeere. Hey, Wikibeere, hey. Ja, das hat mich immer fasziniert, weil üblicherweise kennt man nur das, kennt man nur das Wasser, über das man surfen muss, aber flaches Wasser, über das man laufen kann. Zusätzlich mag ich den Farbton davon sehr, dieses helle Blau. Das ist sehr, schön anzusehen. Oh, was haltet ihr von der Menge an Items gerade? Die waren alle schlecht, aber dennoch. Hier, Weimar, springt aus dem Wasser! Hä, was willst du? Stellst du beim Training, also würde ich vorschlagen, du verschwindest! Wir können noch ein Pokémon fangen. Zum einen. Zum anderen. Ich will Muscoolie an die erste Stelle packen. Hier sind eine Menge Weimar, an denen wir, ich fürchte, nicht vorbeikommen. Yep. Und hier oben ist ein Versteck. Eine Höhle, von der ich schon so viel gehört habe. Was, wie? Du hast was hast du mit Team Aqua zu schaffen? Unser Boss hier ist dabei, sich etwas sehr Wichtiges unter den Nagel zu reißen. Wo er hin ist? Glaubst du nicht im Ernst, dass ich dir das verrate? Ich habe da so eine Vermutung, ehrlich gesagt. Bin übrigens sehr gespannt, wie das Finale storytechnisch... Gibt's ja ein wildes Pokémon. Wie das Finale storytechnisch aussehen wird in Pokémon Smaragd. Ich meine, ich weiß, wie es in Rubin und Saphir ist, aber hier... Es dürfte eine komplett neue Erfahrung werden. Wir fangen direkt das Pokémon Stegra so übersetzlich. Ich war mir unsicher, aber wir werden es mal eben mitnehmen, bevor wir weitergehen. Nächster Halt ist dann das Einkaufszentrum, wo ein gewisser Charakter auf uns wartet. Yes! Wir haben Wumpe bereits! Ist der Weg! Du Wurm! Immer schön surfen. Dann bekommen wir ein Pokémon, das wir fangen können. Und zwar ein Wumpe. Ich hab schon Wumpe. Lass mich in Ruhe. Noch mehr Wumpe. Mehr Wumpe. Level 35 Wumpe. Langsam habe ich das Gefühl, hier gibt es nur Wumpe. Ich werde mal die Angel auswerfen. Ich denke, das wäre sinnvoller. Angel. Ich hätte irgendwo auch die Profi-Angel herbekommen können. Ich weiß auf jeden Fall, wo man die Super-Angel herbekommt, glaube ich. Ich glaube, die müssen wir uns Moosbach City bekommen. Ja, bis dahin sollten noch ein paar Minuten vergehen, bis wir da sind. Also. Nicht mal ein klitzekleines Knabbern. Angeln. Oh, wir haben Pokémon am Haken. Wir haben Pokémon am Haken. Spoink. Ich denke, ich werfe einen Pokéball. Den letzten, den wir haben. Ich werde nicht die Möglichkeit haben, Spoink in irgendeiner Form zu schwächen. Denn dafür... Und das setzt auch noch Platscher ein. Denn dafür ist es viel zu schwach. Das ist auf Level 7. Ich wusste, dass Pokémon, die mit einer Angel angelt, nicht hochgelevelt sind, aber... Level 7? Das ist wohl ein bisschen sehr niedrig. Dann wiederum, ich wollte sowieso eins per Surfer finden. Spoink! Sprungfeder!
Spawn kann nach Belieben Psi-Kräfte manipulieren. Selbst wenn es schläft, hüpft es. Am liebsten ist es Pilze, die unter der Erde wachsen. Oh, das ist ein Trüffelschwein. Wir nennen es einfach, Boinky. Boinky, Boinky. Also, als nächstes würde ich sagen, wir begeben uns zum Einkaufszentrum. Wo gerade... Moment, wir können auch ins... Wir gehen jetzt ins Museum. Wir gehen ins Museum. Bisschen nette Zeit erleben. Komm, Museum von Sekra Sub City. Bitte nimm dir die Zeit, unsere Sammlung wunderbare Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Ah, ja. Das Bild ist einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Auf dem Schoß? Ich sehe einen Baum und einen Pikachu. Das ist die Höhenregion. Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Oh. Jens genießt die zarte Streichen des Windes. Ich dachte, es wäre eine Straße oder so. Und hier haben wir Ente, Raikou und Suicune. Das Bild eines legendären Pokémon aus längst vergangener Zeit. Künstler hat dies aus der Vorstellung herausgemalt. Das ist cool. Was ist das? Das ist ein seltenes Gemälde. Die Farbe blättert schon ab. Oh. Bern. Sehr süß und sehr fruchtig. Eine merkwürdige Landschaft mit bizarren, fantastischen Details. Bizarr! Fantastisch! Ich bin der Kurator dieses Museums, der schönen Künste. Es freut mich immer wieder, junge Menschen wie dich im Museum zu treffen. Hast du ja schon die Gemäldesammlung angesehen? Oh, ich glaube, es ist Pokémon-Trainer. Ist auch in Gemälde interessiert? Ja. Ah, exzellent, du magst Gemälde? Möchte dir gerne etwas zeigen. Jetzt kommt die Privatvorstellung. Das ist unser besonderer Ausstellungsraum. Wie du klar erkennen kannst, gibt es hier nicht ein einziges Gemälde. Ich möchte hier auch nicht einfach die Gemälde der sogenannten Klassiker ausstellen. Hier soll Kunst zu sehen sein, die weit von den Klassikern entfernt ist. Kunst doch nicht nur auf alte, berühmte Werke begrenzt. Diesem Ausstellungsraum will ich moderne und lebendige Kunst über Pokémon sehen, die bereit sind, in ein ruhmreiches Leben zu treten. Entschuldige, ich wollte dich nicht mit meinen Monologen langweilen. Nun, du bist jung und offensichtlich weit gereist. Du hast bestimmt schon viele Pokémon gesehen und Bilder, die sie darstellen. Wenn du ein solches Bild siehst, kannst du den Künstler bitte fragen, ob wir sein Werk hier ausstellen dürfen. Ich weiß nicht genau, wo man die Bilder dafür herbekommt, ehrlich gesagt. Oh, das war, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war bei Pokémon-Wettbewerb, wenn man gewonnen hat, kann man dann, da wird ein Bild von seinem eigenen Pokémon gemacht und die können dann wahrscheinlich darüber, aber, Das war das Museum, nett, das andere war aufregender. Und da ist unser Hauptgast. Oh, hey, Mopi Ben, bist du auch im Einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Poster gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und die ziehe ich geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde dir nicht kämpfen, dann sehe ich, wie gut du sie behandelst. Okay. Du sagst, die Pokémon, die du aufgezogen hast, sind unbesiegbar. Ich sage, die Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind unbesiegbar. Das ist kein guter Gegner für Muscoli. Das ist sogar ein denkbar schlechter Gegner für Muscoli. Krachbumm. Krachbumm wird mit dem Zapdos fertig. Wir haben eine Menge Zapdos als Gegner, kann das sein? Zapdos ist einfach ein zu aufregender Gegner, Verzeihung. Kann ich nicht innehalten. Außerdem war ich viel im Wald unterwegs, lass mich in Ruhe. Ich darf gehen, wenn ich das für richtig halte. Und Geheimpower. Von welchem Angriff kommt eigentlich die Animation, die gerade bei Geheimpower kam? Bei meisten Angriffen kann ich die Animation zuordnen, bei dem man nicht so ganz. Level 32. Setzen wir Tacko ein. Und Zapdos, machst du eine Donnerwelle? Donnerwelle, das war mir ein Donnerschock. Donnerschockierend, wenn ihr mich fragt. Ah, wir machen Donnerblitz, denke ich. Ich weiß übrigens immer noch nicht, von welchem Typen diesmal das Team von Maike sein wird. Elektro oder Flug? Oh mein Gott, Tacko. Du hast gerade ein Zapdos mit dem Donnerblitz geröstet. Und das war ein einziger Treffer. Der hat gereicht. Aber es ist eher... scheint Elektro zu sein. Ah, Durchbruch nehme ich an. Bitte nicht Statik. Ich finde es übrigens ein bisschen nervig, dass ungefähr jedes Elektro-Pokémon Statik als Fähigkeit hat. Sollte es nicht irgendwie noch andere geben, die Pokémon haben können? Ich meine, Generation 3 wurde die Fähigkeit generell eingeführt, muss man fairerweise sagen, aber... mein Gott! Und zusätzlich, weder Magnetino noch Magneton haben Schwebe. Was ist das damit eigentlich auf sich?
Ich bin für so lange Zeit meines Lebens davon ausgegangen, dass Magnetile und Magneton Schwebe haben können. Aber nein. Das ist einfach nur Einbildung. Das können sie nicht haben. Ich glaube, sie haben Robustheit oder so oder irgendwas anderes. Irgendwas gänzlich Nutzloses in dieser Generation zumindest. Und Smetbo. Das Starter-Pokémon von Maike. Es kann schon Psystrahl, muss man fairerweise sagen. Der macht nur leider nicht viel Schaden, weil... Ich meine, es ist ein Smetbo. Wie viel Schaden kann es maximal austeilen? Nicht allzu viel. Es ist auch kein Smetbo wie Max. Ich meine natürlich Dynamax. Warum heißt Dynamax im... Also in den Spielen heißt es Dynamax oder Giga Dynamax. Und in den Pokémon Trading Card Game nennen sie es V-Max. Das irritiert mich. Ich überlege, ob ich bald nach Wurzheim zurückgehe. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht immer besser aus. Ich gehe nach Hause und zeig das meinem Papa. Wirst du das auch machen? Alle Orden der Arena sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern. Nun, wenn du deine Orden sammelst, werde ich weiter meinen Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vervollständigen als du. Wetten? Bis dann. Ich meine, gemäß daran, dass ich ihn noch nie vervollständigt habe. Ich das Spiel ein, zwei Mal gespielt habe, würde ich sagen, Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn vor mir vervollständigt, ist relativ hoch. Also gut. Das große Einkaufszentrum. Das ist immer ein Highlight in allen Pokémon-Spielen. Hier gibt es nämlich alles zu kaufen. Was habt ihr? Tränke. Top-Trank, Beleber, Schutz, Top-Schutz. Gib mir davon ein paar. 5 Stück reichen, wir haben nicht so viel Geld übrig. Wir müssen nämlich noch eine Menge Schrott kaufen. Aber mit einer Menge Schrott meine ich... Dekoartikel. Davon haben sie nämlich hier auch einige Hyperbälle. 15 Stück. Ausreichend. Fluchtseil. Zuerst Fluchtseil spare ich mir. Nekoruter. Möchte Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Wir haben eine Poképuppe. So, was habt ihr noch alles? X-Tempo, X-Spezial und sowas. Ganz nett. Hab aber aktuell kein Interesse daran. Ebenfalls nicht. Hat ihr jemals dieses Kalzium- und Proteinzeug und sowas gekauft? Ich habe das noch nie gekauft, glaube ich, so ziemlich. Es ist einfach immer viel zu teuer, vor allem gemessen daran, was es bringt. Es bringt nicht viel. Schütz, könnt ihr aber bei häufigem Einsatz versagen. Schutzschild, mystische Macht, verändert Statusveränderung, Bodyguard. Wand aus Licht, die physische Attacken schwächt, Reflektor und das ist, Spezialangriff, Lichtschild. Nette Angriffe, wir brauchen nicht wirklich einen davon. Dann wiederum Reflektor könnte hilfreich sein. Kraftvoller Feuerangriff, der Gegner verbrennen kann. Feuersturm, Donner... Und Blizzard. Und Hyperstrahl. Hyperstrahl ist relativ unnütz in dieser Edition. Dann wiederum... Will ich Hyperstrahl für Krachbumm kaufen? Ich glaube nicht. Feuersturm und sowas brauchen wir auch nicht wirklich. Donner. Wir haben Donnerblitz. Der ist eigentlich zuverlässiger. Ich würde fast Blizzard kaufen und den Walnuss beibringen. Denn vielleicht könnte das noch hilfreich sein gegen das ein oder andere Drachen-Pokémon. Man kann ja nie wissen. Oh, wir haben zweimal Blizzard. Oh. Oh. Oh, das habe ich vergessen. Das war verschwendetes Geld an der Stelle. Wir packen Walzer weg. Walzer ist ein fürchterlicher Angriff für den Nuzlocke-Challenge. Weil man ihn einfach nicht abbrechen kann. Okay. Dann gehen wir ein Stück weit nach oben. Und ich glaube, hier gibt es langsam die Deko-Artikel zu kaufen, oder? Pika-Kissen, rundes Kissen, Zickzack-Kissen. Kreiselkissen, Diamantkissen, Ballkissen, Pflanzen, Feuer, Wasser. Oh, die sind alle gut, aber lass mich erstmal. Wir sind noch nicht für die kleinen Deko-Artikel da. Wir brauchen den guten Stoff. Pikachu-Puppe, Mary-Puppe, Pummelhof, Zwirlicht, Isso, Panzer, Kecleon. Ich will eine Warblu-Puppe. Und. Eine Schlupuck-Puppe. Yeah. Ist hier guter Stoff. So, ihr habt Möbel, richtig? Oder habt ihr diese Matten? Oh, Poster. Grünes Poster mit Gekarbor, Flemly, Hydropi. Ich bin Hydropi-Poster, ganz offensichtlich. Dann hübsches Pikachu-Poster, Schlangen-Poster, Meer-Poster, Himmel-Poster. Ich glaube, ich will noch ein Pichuca-Poster. Ganz wichtig. Vergiss niemals das Pichuca-Poster. Surfer-Matte. Okay, das sind Matten, auf die kann man dann noch Kissen legen. Das ist das Wichtige. Wir brauchen ein paar Glitzermatten. Und dann noch ein paar Sprungmatten. Drehmatten will ich nicht, die sind nämlich dumm.
Ah, glaub mir, das wird alles wert sein. Es gibt eine Geofissur-Matte. Dann noch eine Stachler-Matte. So, wir haben nicht mehr viel Geld übrig, aber wir können noch ein Kissen kaufen. Die Frage ist, auf welchen Kissen will ich sitzen, wenn ich in meiner Geheimbasis bin? Ah, ich will ein Zickzackskissen. Vielleicht noch eins. Ich habe kein Geld mehr. War jeden Cent wert. Es war jeden Cent wert. Jeden Poké-Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Haben sie nicht bekannt gegeben, wann der Ausverkauf startet? Ich dachte immer auf die Werbung im Fernsehen, aber bisher war da nichts. Ach ja, es gibt hier wieder auch Ausverkauf. Gibt es dann Spezialsachen zu kaufen? Ich habe vergessen, was, weil es wirklich lange her ist, aber existiert. Ach ja, hier hätten wir noch ein paar Trainer zu besiegen, aber ihr wisst ja, wie man so schön sagt. Wir haben nämlich was Besseres vor. Zum einen zurück zur Basis und zum anderen. Habt ihr das Gebäude da oben gesehen? Hier haben wir noch was zu erledigen. Will ich einfach nur sagen. Was Wichtiges. Wingard und Yanma. Na, das ist nicht das ikonische Duo, das ich jemals gesehen habe, aber dann wiederum ist ziemlich ikonisch. Ich mag Yanma aus irgendwelchen Gründen sehr aus dieser Generation. Sieht so dynamisch aus. Steht ihr? Das ist ein guter Yanma-Sprite. Unerwartet gut. Hauptsächlich deswegen, weil Yanma üblicherweise, ja, weiß nicht. Yanma kommt üblicherweise nie so gut weg, wie es das eigentlich verdient hätte. Und ein Geowurf. Oh. Was für ein Treffer. 31 Punkte Schaden. Was natürlich nicht genug ist. Temposchub von Yanma. War Yanma nicht schon davor schneller als wir? Das finde ich immer einen Temposchub seltsam, wenn Pokémon das haben. Die Pokémon, die Temposchub haben, sind üblicherweise sowieso schon immer schneller als die anderen Pokémon. Deswegen, ich weiß nicht ganz, was es bringt, wenn jede Runde die Initiative noch gesteigert wird. Wenn es das ist, was Yanma sich wünscht für sein Leben, dann möchte ich ihm das auch nicht nehmen. Und wir machen Geowurf, was natürlich auch nichts bringt. Gut. Dann sollten wir Yanma soweit besiegt haben, außer setzt nochmal Schutzschild ein und zögert das Unvermeidbare noch weiter hinaus. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Safari-Zone und danach kümmern wir uns um meine Geheimbasis. In der Safari-Zone darf ich übrigens insgesamt nur ein Pokémon fangen. Es gibt immer Leute, die es gerne so einteilen, dass man pro Bereich in der Safari-Zone ein Pokémon fangen kann, aber ich denke, das ist Schwachsinn. Wir werden es doch trotzdem uns schon. Ich habe absolut keine Ahnung, wie die Safari-Zone hier nochmal aussah. Ich war hier ein paar Tage nicht mehr. Für 500 Poké-Dollar? Okay. Oh, man braucht Poké... Ja. Ah, wir brauchen erst eine Poké-Riegelbox, bevor wir welche machen können. Werden wir das noch erledigen. Aber vorher machen wir jetzt die Geheimbasis. Also. Dekorationen. Dekorieren. Wir brauchen Matten. Erstmal eine Glitzermatte. Kann ich hier noch vom Eingang platzieren. Und falls ihr euch wundert, was ich hier gerade mache, die Sache ist, so habe ich damals voller Begeisterung meine Geheimbasis gemacht. Das war es, wie ich sie eingerichtet habe. Anstrengend. Laut. Nervig. Aber das war das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Beziehungsweise das, was mir am besten gefallen hat für meine Geheimbasis. Ich meine, wenn sie mir schon die Möglichkeit geben, diese dummen Teile zu verwenden, dann werde ich das auch tun. Ich hoffe, ihr mögt Muster, die symmetrisch sind. Dann gefällt euch nämlich das ziemlich gut. Stachlermatte. Ah ja, dafür brauchen wir auch noch Platz. Für die ist hier noch Platz. Alles cool. So, dann brauche ich ein Poster. Blaues Poster. Das kommt hier hin. Das Pichuca-Poster. Das kommt vor meinen Schreibtisch. Dann wiederum, ich will das andere auch noch dahin bewegen. Aber wir werden gleich machen. Dann haben wir noch eine Warblue-Puppe. Und eine Schlüpfpuppe. Ich könnte die auch hier raufsetzen, aber nein. Die brauche ich alle auf meinem Schreibtisch. Das ist wichtig für meine Arbeit. Dann, oh nein. Ich habe bereits so viel platziert. Kein Zickzackskissen für mich. Wegnehmen. Ja. Dekorieren. Poster. Blaues Poster. Okay. Ja, was haltet ihr von dieser Geheimbasis? Willkommen bei mir zu Hause. Hier verbringe ich die meiste Zeit und schaue meine Poképuppen und die Poster an. Manchmal laufe ich über den Teppich und wenn mir dann langweilig ist, springe ich hier rüber. Laufe über das Glitzernde. Dann mache ich...
Steht her! So verbringe ich meine Zeit. Also, die Pokeriegelbox. Dafür müssen wir hier rein. Könnte ich an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen und realistisch gesehen gewinnen? Mascho kann auf jeden Fall vom Typ Stärke, okay, gut. Oh. Schön. Schön, 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 schön. Ich würde fast sagen, wir lassen unsere wunderschöne Walnuss dran teilnehmen, ehrlich gesagt. Und dann... Oh, wir brauchen noch eine Pokerige-Box. Hey, alter Mann. Ich liebe das Pokerige-Herzstück. Ich habe immer einige Bären dabei. Wenn du magst, können wir einige Pokerige zusammen im Bärenmixer herstellen. Das würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht mehr, wo ich das Teil dafür herbekomme. Das hier ist für mich. Hallo, wir nehmen Anmeldung für Pokerwettbewerb entgegen. Du hast gar keine Pokerige-Box, dann geben wir dir eine. Oh, yes. Das heißt, jetzt können wir Pokerige machen. Nein, ich bin noch nicht so weit. Lass mich erst Pokerige machen. Wir brauchen einen, der Schönheit erhöht. Wir gehen jetzt zu den dreien. Wir wollen nämlich gute Riegel machen. Ich weiß nicht mehr, welche er erstellt. Okay. Prüfen. Oh Gott, welcher Geschmack war für Schönheit? Trocken ist für schön. Das ist ja schön. Okay, das heißt, wir machen ein paar Maronbeeren. Wir werfen eine rein. Und jetzt kommt der Zeiger. Und jedes Mal, wenn der Zeiger an meinem Teil vorbeikommt, muss ich A drücken. Man kann auch öfter als einmal drücken, wenn man das möchte. Aber wir wollen den goldenen Treffer. Seht ihr das? Und je besser wir das hinbekommen, desto besser wird der Riegel am Ende. Das kann man auch über Slinkable mit seinen Freunden machen. Und ich muss sagen, Tussi, Frau und Kumpel haben sich schlecht geschlagen. Ich habe das Gefühl, ich war besser als alle anderen. Pokerige Blau wurde mixiert. Das Level ist 11 und die Würze ist 21. Wir machen noch einen. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, aber wir machen mal meine drei Maronbeeren, okay? Diesmal werde ich es etwas aggressiver versuchen hinzubekommen. 2, 1, Start. Seht ihr es? Ja, ich habe das Gefühl, es wurde jetzt schon zu schnell. Ich habe keinen Volltreffer an den Tag gelegt. Das heißt, eigentlich war das, was ich gemacht habe, wirklich schlecht. das war fürchterlich. Level Platz 3? Ich habe 20 gute. Level 12 und Würze 21. Will ich auch hoffen. Okay, letzte Maronbeere. Danach ist es Zeit für den Schönheitswettbewerb und dann für die Safari. Wir haben noch ein paar, random Dinge zu erledigen. 2. 1. Yeah. Nein! Ich liebe auch das Geräusch, wenn man einen guten Volltreffer bekommen hat. Dieses Tsching! Das ist ein gutes Geräusch. Schon. Oh nein, ich war nicht gut. Aber es hat für Platz 1 gereicht! Ich war ziemlich gut im Vergleich zu einer anderen, genauere Überlegung. 12 und 21. Ich werde ehrlich sein. Ich denke, das Knusbemischen war spaßiger als das. So, dann holen wir mal die Pokeriegelbox hervor. Und wir wählen die blauen Pokeriegel. Würze 21. Und wir geben sie der wunderschönen Walnuss. Walnuss saß den Pokeriegel blau. Aber Walnuss mochte ihn nicht sonderlich. Er hat nicht unbedingt, nach Mensch geschmeckt. Ich habe das Gefühl, diese Augen fressen mich. Diese winzigen Augen, Körper eines Wals. Was es bringt, wenn man den Pokémon Parier gibt von der jeweiligen Kategorie, in der es antreten soll, ist das irgendwie... das Pokémon macht sich dann irgendwie besser. Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich glaube, der Schönheitswettbewerb hat immer zwei Stufen und bei der einen macht es sich damit dann besser. Ich möchte teilnehmen. Ich möchte gerne in der Normalklasse teilnehmen. Ehrlich gesagt, für schön. Und zwar möchte ich mit Walnuss teilnehmen.
Der Pokémon ist Nummer 4. Wettbewerb wird in Kürze starten. Okay, es wird ernst. Bitte folge mir und viel Glück. Fangen wir nun mit an mit dem Normalklasse-Pokémon. Schönen Wettbewerb an die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Was? Doxu von Carlo. Oh nein. Carlo und Doxu. Ich frage mich, ob die Pokémon ja randomized sind. Mopso von Claudia. Nein, sind sie nicht. Aber das sind harte Kandidaten. Fritze von Bertram. Oh ja, hier bei den Herzen. Wenn man einen guten Eindruck macht, da kommen dann mehr. Und Walnuss von MOP Männlich. Eventuell haben wir die Runde Nummer 1 gewonnen. Es könnte aber knapp werden. Wir haben auf jeden Fall nicht mit viel Abstand gewonnen. Nun haben wir alle verteilt mit dem Pokémon gesehen. Zeit für eine erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Nur eine weitere Verzögerung, kommen wir zur Bewertung. Oh nein. Es wird ernst. Die Bewertung ist nun abgeschlossen. Während diese ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie uns mit ihrer Vorführung den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Ich mochte die Schönheitswettbewerbe an sich immer sehr. Okay, wir haben gewonnen. Das heißt, wir starten als erstes. Glaube ich zumindest. Wir fangen an. Ich weiß nicht, was wir am besten anfangen. Hängt von der Qualität des Ausdrucks des Vorgängers ab. Wir machen einfach Blizzard. Eine sehr ansprechende Vorführung. Ich denke, der sollte sich erstmal ganz gut machen. Es ist so Lady 4 und dadurch, dass es noch zusätzlich schön ist, können wir noch ein bisschen Bonus. Applaus ist bei 1. Wenn man den Applaus voll hat, bekommt man auch extra Herzen. Das ist alles relativ taktisch. Ich habe nur Angst, dass irgendjemand einen Angriff macht, der mich irritiert. Walnuss kann er laut nicht unterdrücken. Walnuss, nein! Wir haben alles verloren! Ich hätte Weißnebel machen sollen. Mit Weißnebel hätte es nicht irritiert werden können. Kondition von Doxu steigt. Ich weiß nicht mehr ganz, was es bedeutet. Es hat jetzt den Stern. Ja, ich hab's vergessen. Applausmeter ist auf 2. Gut zu wissen. Und Mopso macht Aurora-Strahl. Aurora-Strahl! Oh nein. Man kann auch ins Minus gehen von den Punkten. Walnuss, nein! Walnuss! Euer Ernst? Oh, das Walnuss stach überhaupt nicht hervor. Das war ziemlich schlecht. Man kann die Angriffe nicht so nacheinander machen. Ich würde sagen, wir setzen auf Surfer. Hängt von der Qualität des Ausdrucks des Vorgängers ab. Und hoffen, dass das gut geht. Felsgrab. Das könnte einen Minuspunkt bei Applaus geben, tatsächlich. Wenn wir Glück haben. Yeah, die Klugheit von Mopso war nicht gut. Oh, das heißt, wenn die anderen beiden jetzt den klugen, einen schönen Angriff machen, dann bekommen wir das Applausmeter voll. Und das wäre absolut fantastisch. Yeah. Hoffentlich verlierst du Punkte, Mopso. Donner von Fritze sah keiner. Oh nein. Doxu, was machst du? Mondschein? Wir sollten auf jeden Fall den ersten Platz in den Tag legen können. Das Publikum beobachtet weiterhin Mopso. Oh nein. Das ist, weil er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Da ist der Surfer. Und? Komm schon. Juror betrachtet Walnuss interessiert. Das Publikum beobachtet weiter den Mopso. Surfer von Walnuss sah keiner. Wirklich? Mein Ernst? Immer noch als letzter? Okay. Wir machen der Stelle direkt wieder Blizzard. Denn hier gibt es niemanden mehr, der uns irritieren kann. Das heißt, Blizzard dürfte sich ganz gut anstellen. Komm schon, ihr müsst doch schöne Angriffe machen. Mach einen schönen Angriff. Den wunderschönen Angriff. Und Mopso? Oh, es fliegt hier zu Boden. Yes! Warte, warum bekommt niemand mehr Applaus hin? Was soll das? Sollt ihr nicht Applaus hinbekommen oder so? Kondition steigt. Erneut. Schönheit von Doxu war sehr gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir bekommen Applausmeter nächste Runde voll. Oh mein Gott, wir werden so viele Punkte bekommen. Wir werden so viele Punkte bekommen. Ja, ihr macht euch kein Bild. Blizzard. Gibt für sich viele Punkte. Schönheit von Walnuss war sehr gut. Bumm. Ein Punkt mehr. Und nächste Runde werde ich als erster starten. Und wir werden das Maximum an Applaus haben. Welche Attacke wird gezeigt? Das ist die Frage. Wir machen Weißnebel. Ist ein schöner Angriff und wir können nicht von anderen irritiert werden.
Und das wäre, denke ich, am sinnvollsten hier. Wir werden nämlich eine Menge Punkte haben, die ich auf gar keinen Fall verlieren will. Die anderen Pokémon nehmen ist überhaupt nicht wahr, ist doch egal. Walnuss begeistert Publikum mit Schönheit. Yes! Yes! Oh! Oh! Und wir können nicht so einfach irritiert werden. Dadurch, dass ich Weißseewein gesetzt habe. Oh, das war ein Geniestreich. Komm schon, Walnuss, bleib stark. Yes! Blick abgewandt! Aurora-Schrall. Oh nein, es versucht mich zu irritieren. Komm schon, Walnuss, bleib stark. Yes! Walnuss ist unsere Schönheitskönigin. Die schönste aller Schönheitsköniginnen, um genau zu sein. Kann Doxo die Kondition nochmal steigern? Ich glaube nicht, aber ich werde das im Auge behalten. Ich habe vergessen, wie spaßig diese Schönheitswettbewerbe sind. Ich meine, ich habe es nicht ganz vergessen, aber... mein Gott. Dieser Mondschein hat so viele Punkte gegeben wie mein voller Applaus. Das ist nicht optimal. Welcher Tag wird gezeigt? Ändert die Reihenfolge der nächsten Auftritte? Wir machen Blizzard und hoffen auf das Beste, würde ich einfach mal sagen. Das Problem ist, dass die Gegner hier aus irgendwelchen Gründen wirklich aggressiv sind. Und sie haben alle ständig nur Angriffe, die einen irritieren. Und das ist nicht so nett, ehrlich gesagt. Und Doxo ist uns so hart auf den Fersen. Das gefällt mir auch nicht so sehr. Lichtschild? Ja, ein Pokémon nehmen ist überhaupt nicht wahr. Besser so. Oh, okay, jetzt kann ich irritiert werden. Oh nein. Oh nein. Eventuell bekommt jemand den vollen Applaus. Oh nein, ich glaube Mopso. Das ist ein Viererangriff und... Oh, ist aber nicht schön. Fritzel, was wirst du machen? Donnerwelle? Oh, Donnerwelle irritiert uns. Aber es ist auch ein schöner Angriff. Ich hoffe nicht. Walnuss! Was? Nein! Das Problem ist, es fehlt nur noch ein Punkt beim Applausmeter. Und dann ist es voll. Das heißt, wenn er Doxo jetzt das Richtige schafft. Nein, warte. Weil wir haben verloren. Die Wertung, oder? Die Wertung ist auch hier beendet. Herzlichen Dank an den Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Damit ist die Wertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun zu dem, was unseren Puls höher schlagen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Ich werde nun die Sieger bekannt geben. Ach nein. Okay, Doxo und ich hatten unentschieden. Ganz am Anfang. So, Ergebnis zweiter Durchlauf. Jetzt wird's ernst. Sieger ist Walnuss von der Mopi Männlich. Oh mein Gott, das war so knapp. Mopi Männlich und Walnuss, herzlichen Glückwunsch. Oh, das war so dermaßen knapp. Bitteschön, das ist euer Preis. Dein Preis. Wir überreichen hiermit dieses Band, das Zeichen deines Sieges. Ah ja, Bänder waren eine Sache in der Generation. Klatsch, 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 klatsch. Erstaunlich. Jetzt schauen wir uns ja unseren Sieger Walnuss mal an. Walnuss, du bist das schönste Pokémon in meinen Augen. Und in den Augen der anderen. Du hast ein Band dafür bekommen. Konnte man die Bänder... Wo kann man die Bänder genau anschauen? Ich glaube, es war... Ich glaube, im Pokénav. Bänder. Walnuss, ein Band. Schönheitswettbewerb, Sieger Normalklasse. Yeah. Das hast du dir verdient. Die kann man für verschiedene Dinge bekommen. So, was haben wir hier alles? Schönheit Normalklasse, Utax von Pia. Verzeihung. Das ist ein Plusse und das ist... Klug Superklasse, Schubsi von Miriam. Oh nein, nicht Schubsi. Hey, sollte da nicht jemand ein Bild von... Oh, Moment. Oh, schöne Normalklasse Walnuss von MOP Männlich. Wow, so Pokémon, so ein Pokémon für ein bisschen fest für die Augen. Schau dir all die Pokémon an dir nachschreien, gemalt zu werden. Moment, was? Der Künstler, Das Gefühl, er war nicht... Ich will das Interview nicht geben, ehrlich gesagt. Das Gefühl, ich konnte ihn nicht ganz danach fragen, ob ich sein Bild ausstellen darf. Ja, seht ihr jetzt die Sache. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man machen muss, um Bilder hier auszustellen. Das hat auf jeden Fall nicht gereicht, oder? Ist jetzt auf magische Art und Weise... Ist hier drüben erschienen? Ich glaube nämlich nicht. Okay. Ne, so viel dazu. Ich wollte doch in die Safari-Zone, aber wisst ihr was?
Wir machen das beim nächsten Mal. Der Schönheitswettbewerb. Ich wollte den gar nicht machen. Ich wollte dich nur in die Pokeriegelbox holen, aber da habe ich gesehen, wie prädestiniert Walnuss dafür einfach ist. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Ich würde sagen, wenn es ganz weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Smaragd Randomizer Nuzzle Challenge. Auch wenn heute eher ein Schönheitswettbewerb war, aber es gehört manchmal dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.